Willkommen zur siebten Folge der Let's Play-Serie. Wir sind jetzt wirklich eine Runde vor dem Eintritt ins Mittelalter. Ich habe in der letzten Folge ja schon intensiv Siedler gekauft, die auch schon in Position gebracht. Fast habe ich es geschafft. Also mit dem Kauf bin ich durchgekommen, aber ein Siedler hat es nicht ganz an seine Stelle geschafft. Nun gut, aber das ist nicht das Allerschlimmste. Wichtig war, dass ich die Siedler alle noch kaufe in der Klassik, weil sie mit der Monumentalität denn doch sehr günstig gewesen sind. Handwerker habe ich auch ein paar natürlich schon gekauft, aber naja, da werde ich noch einige mehr brauchen. Tja, ich habe am Ende der letzten Folge ja auch noch hier so einen Theaterplatz gekauft für Valata und ich muss sagen, was das Aquädukt angeht, bin ich irgendwie immer noch ein bisschen am Schwanken. Ja. Rena ist ja bereit, etabliert, klar, eben, wir haben ja gerade den Theaterplatz gekauft. 340 würde das Aquädukt kosten. Wenn ich es denn irgendwann denn mal bauen müsste, dann wird das 6 Runden dauern. Jetzt sind wir hier natürlich noch eine ganze Weile beschäftigt mit dem Gebelbarkal. Danach stehen aber auch schon die nächsten Weltwunder an und ja, zwischendurch andere Dinge. Bauen, naja, gut, die 6 Runden, das ist jetzt nicht die Welt, aber auf der anderen Seite sind 340 Gold ja jetzt auch nicht so gigantisch, das sind ja gerade mal 2 Runden Einkommen. Auf der anderen Seite habe ich das Problem, naja, ich habe demnächst eben viele Städtegründungen. Das wird bedeuten, dass ich in der einen oder anderen Stadt auf jeden Fall auch ein paar Felder kaufen muss. Beispielsweise hier die Stadt am Vulkan, die wird diese 2 Felder kaufen müssen und bei den anderen würde ich denken, ich habe so ein bisschen rumgeguckt, da kommen auch ein paar Felder dazu. Ich habe ja jedes Mal bekomme ich ja einen Handwerker, der 4 Felder verbessern kann und naja, ab und an sind da ein paar ganz ordentliche Felder denn schon eben im Gründungsradius, ein paar sind aber auch außerhalb, wo ich denn neue Felder kaufen muss. Und auch sonst stehen noch Feldkäufe an. In 7 Runden hier beispielsweise wird denn der Unterhaltungskomplex gekauft werden müssen. Wahrscheinlich nimmt er das Feld vorher auch nicht. Naja, und so kommt eins zum anderen. Ich bin nicht sicher, ob das denn doch so vernünftig ist. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem machen, weil er steht jetzt hier. Ich muss dann halt einfach mal gucken, wie ich das Geld denn wieder in die Kasse kriege. Wichtig ist, und das war eigentlich das geringere Problem. Ich will ja in der nächsten Runde ja Hildegard von Bingen kaufen. Ja, das ist sicherlich noch eine ganz wesentliche Anmerkung dazu. Ansonsten könnte man ja sagen, ich habe ja so viel Geld gehabt. So viel ist es denn eben leider nicht. Mit den 170 oder 173, die ich nächste Runde bekomme, sind wir dann eben bei 1140 etwa. 1040 werde ich hier brauchen. Es sind dann also noch 100 Gold übrig. Und das ist dann schon recht eng. Aber gut, ich habe das jetzt trotzdem mal gemacht, weil so schnell kommt Rainer nicht wieder her. Irgendwann sicherlich schon, aber naja, bloß wegen dem Aquädukt lohnt es denn eigentlich auch nicht. Ich habe auch gerade noch gesehen, was die Ressourcen angeht, in 3 bzw. 6 Runden kommen halt Silberhandel zum Abschluss, die ich hier exportiert habe. Das heißt, das Silber kann ich dann auf jeden Fall auch wieder erneut exportieren. Da sollte dann auch noch ein bisschen Geld wieder reinkommen. Naja, gesetzt den Fall, ich krieg's halt verkauft. Das muss man dann natürlich auch mal noch sehen. Aber ich denke, alles in allem ist das, glaube ich, schon so okay. Es wird sicherlich eng werden, da bin ich sicher. Ich habe so ein bisschen alles mal überschlagen und ich denke, ich komme hin. Aber es ist dann wirklich eben am Anschlagen. Na gut, in jedem Fall haben wir das Mittelalter erreicht. Wir haben auch wieder ein goldenes Zeitalter. Das ist bei Mansa Musa natürlich insofern toll, weil er dann wieder eine Handelsroute dazu kriegt. Hier sind wir schon bei 5 von 6. Die Maschinen kamen dann auch Ich gerade noch stelle mir rein. die ganze Welt als Ja eine klar, die waren ja eben auf Drohverteidigung, zwei ist besser Runden und als jetzt ist es ja Opulenz. eine veraltete Technologie, also eine aus dem vorigen Zeitalter. Ich denke, daran liegt das, dass er das dann hier halt mal direkt abgeschlossen hat. So, du kannst da mal noch Luxus anschließen, ist ja auch nicht verkehrt. Ich werde sicher Dinge verkaufen müssen. Dann gucken wir doch mal auf die Widmung. Wesentlich ist, ich werde keine
oder vielleicht gehen wir hier gerade nochmal einen zurück. Goldenes habe ich. Die Zeitalter der anderen Zips, die sind, denke ich mal, für Mansa Musa nicht wirklich wichtig. Loyalitätsdruck plus minus durch Gold oder Helden oder Dunkel, ich glaube, das wird hier in der Story keine Rolle spielen. Insofern sollen die da machen. Es ist für mich, glaube ich, unwesentlich. Die Widmung, das ist natürlich dann auch das Tolle, ja, an dem goldenen Zeitalter. Zum einen ist es bei Mansa Musa eben die erwähnte zusätzliche Handelsroute, aber dass ich hier eine schöne Widmung wählen kann, ist natürlich auch nochmal eine Belohnung für das goldene Zeitalter. Grundsätzlich meine ich, die Monumentalität wäre auch im Mittelalter eigentlich noch ganz gut. Naja, wenn man es nicht so wie ich zuletzt schon vorbereitet hatte, dass ich sie eben nicht mehr will. Die Siedler und Handwerker, die kann man normalerweise auch im Mittelalter noch brauchen, aber für den Moment bin ich damit durch und ich werde es nicht weiternehmen. Exodus der Evangelisten, wow, das ist irgendwie eine Geschichte, die ich sicherlich auch noch so im Hinterkopf behalten müsste. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die vier angebotenen Widmungen fest sind. Ob da aus einem gewissen Pool immer welche ausgewürfelt werden oder ob es eben im Mittelalter immer diese vier gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine aber, na, ich glaube, die oberen beiden, die waren beim letzten Mal auch schon da, aber ich meine, dass es beim nächsten Renaissance tauchen sie nicht mehr auf. Na gut, wie auch immer, ich werde die beiden nicht nehmen, die oberen zwei sind einfach viel zu gut. Letztlich ist es ja auch, man sieht es hier schon bei Mansa Musa so, normalerweise hat man wirklich sehr gut Glauben und Gold als Einkommen, weil eben Suruba und heilige Städte doch eine ziemlich hohe Priorität haben. Und naja, das heißt auf der anderen Seite denn, dass eben kaum Campus- und Theaterplätze entstehen. Ich habe ja auch gerade mal einen von jeder Sorte und damit bin ich bei Kultur und Wissenschaft doch ziemlich zurück. Ich denke, die Widmungen hier sind eine gute Möglichkeit, das ein bisschen auszugleichen. Stift, Pinsel, Stimme gibt eine Kultur pro Spezialbezirk. Dann wollen wir doch mal gucken, wo wir da momentan stehen. Jede Stadt hat eine Suruba, das wird auch bei den neuen Städten passieren, ist einfach wichtig. Heilige Stätten habe ich auch noch drei, Theater und Campus und naja, dann kommt hier eine Regierungsplatz noch dazu, damit sind wir insgesamt bei 11. Das Aquädukt zählt da nicht, es geht ja da nur um Spezialbezirke. Heißt, diese Widmung würde mir sozusagen 11 Kultur geben für den Moment. Und naja, mit jedem Spezialbezirk kommt noch eins dazu. Die Ausrichtungskosten werden da auch noch ein bisschen gesenkt. Und wenn man eben guckt, eben allein diese 11 Kultur, das ist schon ziemlich heftig, wenn man die aktuelle Situation sich da so beguckt. Grundsätzlich ist das, glaube ich, eine gute Wahl. Ich denke aber, die freie Forschung ist sogar eine noch bessere Wahl. Ich kriege für den Goldnachbarschaftsbonus von Handelszentren halt Wissenschaft. Handelszentren ist bei mir die Suruba. Und naja, da kommt schon gut was zusammen. Hier oben haben wir eine plus 2, bei Gaon, Jani plus 4, dann sind wir bei plus 6, dann kommen nur hier noch 13 dazu. Ich habe 19 Goldnachbarschaftsbonus also und diese 19, das sind dann eben die zusätzliche Wissenschaft, die ich jetzt hier bekommen kann. Und in der Abwägung 11 Kultur oder 19 Wissenschaft entscheide ich mich dann schon für die Wissenschaft. Es sollte hier auch perspektivisch noch deutlich mehr werden. Auch wegen der Karte, die denn da noch kommt, die Goldnachbarschaftsboni verdoppelt, aber auch Sukubas kriege ich ja noch einige dazu. Die würden zwar hier auch die Kultur etwas erhöhen dann. Es hätte dann auch immer noch einen Spezialbezirk, aber ich glaube, hier haut es mehr rein. Das passt schon. Was ich allerdings bedenken sollte, wenn denn jetzt hier die hellblaue Zahl da jetzt schön hochgeht demnächst, dann sollte ich im Hinterkopf behalten, dass das natürlich nur eine temporäre Sache ist. Und zwar für eben dieses Mittelalter, in dem wir uns jetzt befinden. Da kann ich mich nicht drauf ausruhen. Früher oder später wird das halt wieder weniger werden. Nämlich dann, wenn wir das Mittelalter verlassen. Ist natürlich noch eine Weile hin, es sind mindestens 40 Runden. Trotzdem ist es halt wichtig, dass ich mich jetzt nicht auf dieser Forschung ausruhe, sondern für weitere Forschung sorge, weil ja sonst stehe ich irgendwann doof da. Das will ja niemand. Gut, wir brauchen auch eine neue Technologie.
Wobei, da sollte ich vielleicht noch mal schauen, was hier so für Quests gegeben hat. Möglicherweise ist das da relevant. Astronomische Navigation, will er was? Schwertkämpfer, Schwertkämpfer. Theaterplatz, ein großer Ingenieur. Naja. Naja. Theaterplatz, ja, vielleicht irgendwo. Schade, ich habe gerade einen hingestellt, aber na gut, so ist das denn halt mal. Wenn ich ihn jetzt erst gekauft hätte, denn Quest, naja, so ist das halt. großer Ingenieur dürfte auch einigermaßen schwierig werden. Irgendwann kriege ich ihn vielleicht hin, das kann schon gut sein. Aber ich habe ja noch keinerlei Punkte, also bis da einer kommt, das ist dann doch. Naja, es wird ein bisschen dauern. Gucken mal gleich hin. Gut, das heißt aber, wenn ich das alles gesehen habe, wir hatten hier, glaube ich, astronomische Navigation, die sollte ich also nicht erforschen, damit ich die zwei Meeresressourcen noch abbauen kann und dann hier das Heureka kriege. Aber ansonsten bin ich da recht frei in meiner Auswahl. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf Ausbildung. Noch ein bisschen mehr Produktion für die Minen. Naja, meine Minen sind momentan nur Goldlieferanten, aber mit der Ausbildung kriegen sie ja dann doch noch eine Produktion dazu. Und dann würde ich sagen, Bildungswesen für die Uni, selbst wenn es erstmal nur ein Campus ist, das könnte schon was sein. Da noch rein, möglichst landen, ja, das könnte auch noch gehen. Naja, mal sehen. Dann sollte ich eigentlich auch hier auf Druck gehen. Die zusätzliche diplomatische Sichtbarkeit, die hätte ich schon ganz gerne, um da die Agendas besser einsehen zu können. Oder Agenten, naja. Verbotene Stadt ist dann sicher auch nochmal eine Geschichte. Na gut, gehen wir das mal so an. So, wir haben einen neuen große Persönlichkeit. Haben wir ja gerade schon gesehen, wo ich hier nachgeguckt habe. Der bringt mir noch eine Handelswegkapazität. Und fremde Handelswege, die in die Stadt gehen. Eben 2 Gold für den, der sendet, und naja, auch 2 Gold für mich extra. Den sollte ich dann natürlich da aktivieren, wo ich mit möglichst vielen eingehenden Handelsrouten rechnen kann. Niani wäre prinzipiell sicherlich eine Variante, aber ich denke mal, außer Frankreich und vielleicht Armagh wird da nicht so viel hinkommen. Mir scheint, Gao wäre die bessere Idee, weil ja, Russland wird da sicherlich hinfinden. Mit Jerewan und Nazca, die sind auch sehr nah. Und vielleicht kommt ja dann auch aus Nordwesten noch was. Hier aus Schweden oder haben wir hier genau Griechenland. Ich denke, ich schicke den mal hier nach Gao. Kann er da mal aktivieren. Jetzt Hildegard von Bingen 1040. Ja, länger warte ich das jetzt nicht ab, sonst ist es natürlich viel zu gefährlich. Patronat. Und zack, ist das ganze Geld erstmal wieder weg. Na gut, damit war ja zu rechnen. Das ist ja auch so geplant gewesen. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Städtegründung, ne? 65 haben wir angefangen. 65 bis 107. Das waren denn initial sozusagen 42 Zeitalterpunkte, die ich hier bringen muss. Das ist eine stolze Summe. Aber 3 habe ich ja schon geschafft. Naja, jetzt werden wir mal sehen. Ich denke, bei den Städtegründungen durfte auch die eine oder andere, also der eine oder andere Zeitalterpunkt abfallen. Mal sehen. Geben wir es mal an. Da haben wir erstmal eine Naturwundergründung und eine Wüstengründung auch noch gleich dazu. Da sind schon mal 4 Punkte. Hier wird dann Rena sich reinsetzen nach Taudeni. Und dann soll sie in 5 Runden da Suguba und Aquädukt kaufen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal auf Monumentproduktion, ja. Die Bezirke, das machen wir dann so nach und nach per Kauf. Naja, mal schauen. So, dann kommst du hier ran, da ist ein Fluss. Oh, ich weiß nicht, ob das einer ist, der über die Ufer tritt. Nee, offensichtlich nicht. Kein Zeitalterpunkt. Na gut. Na gut, na gut, na gut. So, die Sukura, die kannst du hier bauen. Würde ich mal meinen. Wird eine Weile dauern, aber das geht schon. Gerade auch durch die Handwerker, die ja jede Stadt hier im Moment jetzt dazu noch bekommt mit 4 Ladungen. Da kriegen wir doch initial ein paar schöne Feldverbesserungen. Das sollte die Städte halbwegs ordentlich in die Spur bringen. Hier ist schon
Die erste Ladung habe ich gleich mal hier in die Weide gesteckt. Dann werden wir hier noch Kakao, gibt es da sehr schöne Plantage. Dann habe ich noch zwei Ladungen. Ja, und das ist dann schon so ein Fall. Vielleicht hier und hier denn noch Sägewerk, mal sehen. Na gut, weiter im Text. Das ist auch vielleicht wieder ein Fluss. Ja, das ist ein Fluss. Naja, ich glaube, das andere war auch einer. Aber eine Stadt würde zwei Geländefelder, ja, höchstens mehr, der über die Ufer treten könnte. Das war hier die Wüste. Ach, was ist das? Die Bürokraten Frankreichs finden es äußerst forsch, von uns Timbuktu so nah bei ihrer Stadt Amboss zu gut. Äußerst forsch. Ich ja witzig. Naja, gut. Ja, schon relativ nah. Aber warum soll immer nur die KI mich hier zusiedeln? Jetzt mache ich das auch mal mit denen so. So, na gut. So, du hast da eine Ladung drinne. Der zweite Ladung wäre wohl hier der Reis. Ich würde vielleicht mal hier die die Wälder kaufen und dann da Sägewerke auch noch reintun. So, na denn. Einmal Vulkanbrundung. Keine Sorgen, sagen die. Jeder Bergspruch manchmal ein bisschen Rauch, oder? Naja, ihr seid noch nicht so lange hier, ihr habt das hier nicht miterlebt. Dieser Vulkan, der spuckt ja wirklich übel. Also zumindest hat er das bisher immer gemacht. So, jetzt wird es hier das erste Mal problematisch. Ich muss die Felder sofort kaufen. Das sind 2x76. Die habe ich gar nicht. Dann frage ich doch mal bei Peter nach. Dann machen wir mal ein bisschen Eisen hier. Pferdchen. Vielleicht 100? Okay. Das reicht mal für den Moment. Ich muss halt. Ja, ich habe mir vorgenommen, wirklich die Felder immer nur zu kaufen. Wenn ich sie denn wirklich brauche, komme ich da mit den Käufen nicht hin. Den Bezirkekäufen. So, halt erstmal tauschen. So. Dann kannst du diese Uber setzen, immerhin plus 1. Sehr schön. Und dann geht er hier rüber und zieht die Steinchen aus dem Boden. Wunderbar. Dann kann er den hier fertig bauen und danach kommt dann da das Aquädukt hin. Das kommt da auf jeden Fall hin. So. Na gut, jetzt haben wir hier noch einen Gouverneurtitel, Moksha. Ja, weiter befördern. Du sollst hier Schutzheiliger werden. Soweit, so gut. Denn ja, Gold, das wird in alle möglichen Projekte jetzt ständig rausgehen. Dann würde ich sagen, wir machen hier aber mal gleich unsere Legion durch. So. Haben wir ja hier noch unser Aufklärer, ja. Dann mal los, mal gucken. Ich hatte doch hier was gesehen. Ach, habe ich ja jetzt eigentlich noch genug Gold? Uah, da habe ich gleich nachgeguckt. Kyros von Persien. Mensch, ich glaube, dich hatte ich auch noch nicht. Du bist neu. Für mich zumindest. Ja, oh ja, zum Bekammer. Wir haben doch unsere 25 Gold. Richtig wichtig. Gut, dann hat das da gepasst. Antananarivo. Aus dem Schriftsteller. Ach so, Gesandte, ja. Warte mal, wir haben hier auch noch Regierungsumbau. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier den Verdopplung erster Gesandter rein. Die Feldkaufkarte, die brauche ich definitiv noch. Und hier, die können eigentlich auch noch bleiben. Die Produktionskarte, naja, ich denke, ich werde sie jetzt mal noch drin lassen, aber vermutlich, wenn ich das nächste Mal die Regierung umstelle, dann würde ich wohl doch Richtung Karawansereien wechseln wollen. Dann sind die Städte wahrscheinlich alle schon so ein bisschen auf Größe 2, die neuen kleinen. Für den Moment lassen wir das mal so. Und dann könnte ich doch vielleicht mal hier so ein kultureller Stadtstaat, der. Das führt doch förmlich dazu, da mal einen reinzustopfen.
Na gut, na gut, na gut. Ein langer Start. Rein da mit dir. Hallo Gorgo, es ist gut, dass euch der. Na gut, in jedem Fall scheint sie da irgendwas toll zu finden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was auch immer das ist, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was er da wollte. Dass es noch mehr fromme Menschen gibt, die scheinen viel Glauben gut zu finden. Na, das habe ich ja wirklich. Da hat sie sicher recht. So, wir haben einen neuen Weltkongress, oder was heißt neuen? Überhaupt den ersten Weltkongress. Und wie immer an dieser Stelle ärgere ich mich denn erstmal wieder über diese Variante, in der ich mir die Resolution nicht aussuchen kann. Allerdings, wenn ich mir das angucke, wahrscheinlich sollte ich langsam meine Meckerei einstellen. Habe ich bei Eleonore ja auch öfter mal gesagt. Die Dinger sind ja echt gut wieder, die Sätze, die er da anbietet. Stark. Also Kulturschock, naja, das ist ja mal klar. Klar, nehmen wir das. Erfahrungsgemäß nehmen die KI sich alle selber. Und wenn ich denn hier bei mir mit 2 Punkten reingehe, dann sollte ich das eigentlich gewinnen. Alle internationale zwischen denen werden abgebrochen. Naja, das ist eher was Negatives. Ach, das ist eigentlich gar nicht übel, glaube ich. Was haben wir denn hier eigentlich? Folgende Spieler bevorzugen dieses Ergebnis. Katharina und Peter, woher weiß er denn das? Stand hier sowas auch? Gogo wachsen nicht durch Kultur. Naja. Naja, gut. Also hatte ich auch schon öfter, muss ich sagen. Witzigerweise haben da oftmals viele immer mich genommen. Ja, wenn andere einen Handelsweg zu mir einrichten, dann kriegen sie ja 4 Gold extra dabei. Ich kriege eine Handelswegkapazität. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Gerade für Mansa Musa ist ein zusätzlicher Handelsweg natürlich sehr stark. Wobei, irgendwie muss ich gucken, dass ich da überhaupt das Geld dazu finde. Das ist ja gar nicht so einfach. Naja, also ich glaube, mit den 2 Punkten komme ich da auch durch. Ich denke, da habe ich viele Befürworter. Manchmal hatte ich auch schon den Eindruck, dass das irgendwie auch als positiv für mich gewertet wird, weil da oftmals Freunde und Alliierte von mir mich gewählt haben, auch ohne dass sie da Handelsrouten machen können. Und Katharina und Peter, die werden das sicher beide mögen, Handelsrouten zu mir zu erstellen. Ja, wir werden das mal so angehen. Hat auch beides funktioniert, sehr schön. Das ist sehr cool. Meine Hauptstadt hat Größe 10 erreicht. Ach, das war hier noch das Treffen mit den Persern. Sehr gut. Ach, der ist schon grün, ist ja auch witzig. Naja, dann kommen wir erstmal hier auf die Grenze. Zahlst du noch ein bisschen was dafür? Wo noch? Ja, denn gleich rüber, alles klar. Schnell weg, da kommen wir Barbaren. Ja. So. Na gut. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Also der macht hier, der geht da drauf. Das war ja klar. Das ist der große Händler. Und aktivieren. Du musst hier noch 2 Runden warten. Ja, passt. Das ist mein Apostel. Der wird den Glauben besiegen. Gucken wir gleich hin. Handwerker. Der geht hier hoch, wird da einen Bauernhof bauen und ach, da ist der letzte Siedler in Position. Mal war. Kurosa. Dann kannst du hier ein Sägewerk kaufen. Guck mal hier. Hier gibt es dann auch ein Monument. Da wird dann Rena später auch mal hinwechseln. Du kannst hier hoch, Hildegard. So, Kumbisale. Ach Mist, das wollte ich eigentlich letzte Runde schon machen. Ich wollte hier mal einen Händler zur Produktion reinstellen. Ziehe ich das Monument noch durch? Na komm. Eigentlich ist mir der Händler aber wichtig als hier dieses Monument. Wir tauschen das mal. 8 Runden. Naja, auch nicht so toll. Na gut, weil ja die Händler alle kaufen, hier werden noch so viele Händler kommen, einfach deshalb, ich werde jetzt ja dann überall auch die Märkte dann den Sugubas folgen lassen,
Ich habe in Yen und Gao noch, da müsste überall noch ein Mark kaufbar sein. Ja, haben wir auch, genau. Und in Yen meines Erachtens auch, ja. Die anderen drei Märkte haben wir schon. Also von denen die Kapazität, die wird viel schneller steigen, als ich mir die Händler leisten kann. Darum hatte ich mir überlegt, eben auch mal ein paar Händler zu bauen. Das geht am besten in Kumbisali, wo nicht so wirklich andere wichtige Aufgaben anstehen. Aber auf der anderen Seite, naja, die ganzen Händler, die ich noch brauche, momentan wären es ja schon drei Stück. Das wären 24 Runden, also das geht wahrscheinlich auch nicht. Muss ich mal sehen, wie ich das am besten hinkriege. In jedem Fall können wir jetzt unsere Religion verbessern. Und naja, die Choräle und Heiligen Orden, das war schon relativ wichtig. Die hätte ich alle gerne gehabt und habe sie ja dann auch bekommen. Mindestens genauso wichtig für Mansa Musa dürften aber die Moscheen sein, weil sie eben den Aposteln eine zusätzliche Verbreitung ermöglichen. Ja, ein bisschen Glauben gibt es auch noch dazu, aber na gut, die Kosten ja auch, ob sich das an der Stelle rechnet, weiß ich nicht. Aber die zusätzliche Verbreitung, die ist schon stark. Insofern gehen wir da mal direkt in die Moscheen rein. Die ist hier definitiv besser als alle anderen Gebäude. Und was wir denn in der nächsten Folge dann noch holen, das werden wir dann in der nächsten Runde besprechen. Du ziehst mal hier den Stein aus dem Boden, ja. Das ist gar nicht übel. Können wir jetzt auch was Neues nehmen? Naja, Speicher ist glaube ich schon sinnvoll, das kann nicht verkehrt sein. Was hast du hier? Händler 4. Oh, das ist ja stark. Kornspeicher. Wir haben eigentlich. Glaube, ich mache das mal so. Ist ja echt gut. Mensch, Größe 3, guckt ja die Produktion an, da kann man echt nicht meckern. Machen wir das ruhig mal so. Weil Händler, die sind hier denn doch recht wichtig. So, was war der hier? Tja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Gold. In der Tat. Wo muss ich denn Felder kaufen? Also, nächste Runde. Lass mich mal, ich kann mal hier ran. Die zwei. Nächste und übernächste Runde. So, naja, eins nach dem anderen. Was du denn jetzt hier wieder mit mir? Ach, Mist, der hat keine Waldbeförderung. Das ist natürlich der nervig. Bei ihm hier keine offenen Grenzen. Warum kann ich ihn denn dann nicht rein da? Ah, das ist Maya. Maya. Und bei Maya habe ich keine offenen Grenzen, in der Tat. 10 Gold willst du haben. Okay. So, oh, wunderbar. Der ist auf dem Elfenbein eingekommen. Das ist sehr schön. Also langsam wurden hier und da schon die Luxusgüter eng. Wir haben die Wassermühle fertig. Wo stehen wir denn? 7,7. Ja, in 4 Runden haben wir das Wachstum. Na, dann brauchen wir da auch das Feld. Ich denke, für den Moment ist das mit dem Monument ganz okay. Wie viel wurde denn hier ein Händler? 6. Naja, macht das Monument schon recht. So, na dann, wir haben noch einen weiteren Apostel. Wir wollen ja unsere Religion nochmal verbessern. Und dann können wir direkt auch in den Markt dazu holen. So, da haben wir wieder noch eine Kapazität. Das war die Sache. Ich habe gerade geguckt, ob ich in Yen nicht da irgendwie auch noch einen Händler einschieben kann, aber der soll mal hier ruhig weitermachen. Viele zusätzliche Wüstenfelder sind gerade bei Yen auch wichtig. Da soll er mal ruhig das Monument da schon holen. So, wo bist du hier? Oh, das ist natürlich Käse. Das könnte ich ja nur gerade brauchen. Mist. Ach so, das ist Goro hier. Freundschaft ausgelaufen. Ich habe mich immer noch oder wieder als Freund Spartas erwiesen. Wie schön.
Bei dir? Ne, da hatten wir das schon. So. Na dann, ein Sägewerk bitte. Eine Plantage bitte. Und du musst immer noch warten. Alles klar. Der geht hier auf den Minenbau. Da kommst du. Tja, Mensch, also eigentlich müsste ich. Oh, 250 Gold, das ist heftig. Wenn hier was angerannt kommt, und da kommt bestimmt was angerannt, musste der jetzt unbedingt hier dieses Barbarenlager spawnen. Der sollte hier auf den Wald und dann hier rum zum Bernstein. Und jetzt fürchte ich fast, naja, wenn ich hier drinnen stehen bleibe, das geht schon, aber dann muss der hier außen rum, na, das ist ja wieder blöd. Aber na gut, vielleicht kommt hier ja auch keiner. Könnte ja auch gut gehen. Goldhammer. Stellt sich die Frage, er muss nächste Runde hier hin. Das Feld brauche ich natürlich auch. Ich brauche auf jeden Fall Suguba. Es geht ja darum, dass ich gerade ein bisschen Geld spare, damit ich dann hier das auch kaufen kann. Deshalb versuche ich die Felder da eben, da ist der Handwerker, erst zu kaufen, wenn ich es brauche. Aber die Suguba, also die Position, brauche ich natürlich auf jeden Fall vorher. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Meckern. So, nein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was stehst du denn da wieder rum? Kann ich wieder nicht über den Fluss mit meinem armen, nicht waldtauglichen Speer. So. Der hat da Sägewerk, dann kann er auf das nächste gehen. Jetzt ist er hier drinne. Oh, und jetzt ist natürlich die Versuchung Mine oder Kloster. Wenn ich halt hier schaue, der Wohnraum ist schon sehr eng. Klar, ich könnte demnächst hier Aquädukt, das ist richtig, dann habe ich wieder zwei dazu, aber es fehlt ja jetzt eigentlich schon einer. Ich glaube, plus zwei brauche ich, damit ich vernünftiges Wachstum habe. Jetzt hatte ich ja hier auch noch zwei Bauernhöfe geplant, das wäre auch nochmal ein Wohnraum, aber eigentlich ist das alles viel zu sehr am Anschlag. Ich würde wohl doch hier erstmal noch ein Kloster nehmen und ja. Zwei Glaube, ein Wohnraum. Ich mache das mal so. Wenn ich das jetzt hier gerade noch sehe mit der heiligen Stätte da, die werden wir mal nach hier umleiten. Das ist ja diese hier, die von Gao. Ja, hier hätte sie natürlich vier Bonusfelder drumrum, Wüste, hier sind es nur drei. Auf der anderen Seite, das ist ja dann Wüstenhügel für Niani perspektivisch. Der sollte schon, gerade wenn denn das Petra steht, doch von großem Vorteil sein. Und ja, so viel anders ist es jetzt auch nicht. Mit dem Kulturschock kriege ich ja denn sogar noch den Weizen hier von Nazca. Das ist sicherlich besser. So, Glaubensmissionieren. Das ist hier die Handelsroute, die nach Amboss vorher gelaufen ist. Haben wir gerade noch. Wir haben keine Route momentan, nur zu Katharina. Ich würde natürlich auf jeden Fall zu Katharina eine wollen. Eine Route sollte sicherlich auch denn mal noch von Kumbisale und eine von hier oben gehen, von Taudeni. Die sind zwar alle vom Gold her sicherlich nicht so ertragreich wie Yen oder Valata, aber dann kriege ich da halt mal ein paar Straßen. Kubisali produziert einmal selber. Todeni könnte natürlich auch irgendwo bei einer, der hat Produktion, das kann ich glaube ich vergessen. Naja, lassen wir das von Yen mal ruhig laufen und nehmen uns ja Sankt Petersburg. Wir machen das mal hier nach Sankt Petersburg. Okay. So. Aber im Hinterkopf behalten, wir brauchen auf jeden Fall einen nach Frankreich. Du sollst hier rein, dann kannst du da warten. Der geht hier rüber. Zwei Runden haben wir noch. Boah, naja, ist egal, ich kaufe das trotzdem hier. Ich sehe schon, ich muss Eisen und Luxus gleich verjubeln. Gut, wir haben unsere letzte Verbesserung hier. Und ich denke, an der Stelle grundsätzlich am besten sind die Sätze, die alle irgendwelche Ressourcen geben, Pilgerschaft, Zehnt, Weltkirche oder kultureller Dialog.
Auf die Dauer dürfte eigentlich bei allen vier Sätzen sehr gut was zusammenkommen, würde ich meinen. Die gehen hier auf stete Anzahl, die gehen beide auf Anhänger. Aber gut, am Ende ist es egal. Anhänger kriege ich sicherlich ein bisschen einfacher, aber ich glaube, dass ich über kurz oder lang auch eine ganze Menge Städte kriege. Insofern sollte das auch ganz gut funktionieren. Aber auch hier gilt, glaube ich, wieder, dass Gold und Glaube kein Problem sind für Mansa Musa. Klar, ich kann sicherlich so viel von denen haben. Irgendwann kann man gar nicht genug bekommen, prinzipiell zumindest. Aber ich glaube, auch hier werde ich die Sätze ausnutzen, um die Probleme oder Defizite, die ich an anderer Stelle habe, ein bisschen auszugleichen. Und das sind halt vor allem Kultur und Wissenschaft. Jetzt haben wir in der Religion ja schon ein bisschen was für Kultur und ich würde sagen, gerade hier das mit der Wissenschaft, das ist dann hier die bessere Wahl. Am liebsten hätte ich natürlich alle beide, das muss ich sagen. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob man es parallel nehmen kann, wenn man hier andere Dinge vorher hatte. Ich würde aber sicherlich nicht auf den Heiligen Orden verzichten wollen und auch die Moscheen nicht. Ich muss mich also entscheiden hier und der interkulturelle Dialog, der ist dann mal meine Wahl. Krieg auch gleich wieder noch vier Zeitalterpunkte. So nach und nach kommen wir an der Stelle auch auf. Das ist ja gar nicht übel. So, jetzt lass doch mal überschlagen. Wir sind inzwischen auf fast 200 Gold drauf pro Runde. In zwei Runden wären wir dann also bei fast 600 und ja, ich kann hier eigentlich nichts mehr ausgeben. Das muss ich jetzt zusammenhalten. Auf der anderen Seite könnte ich ja durchaus auch mal noch ein bisschen wieder was verkaufen. So ist es ja nicht. Maya und Gorgo waren ja immer meine Abnehmer für Luxus. Das sind immerhin 8 pro Runde. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die habe ich jetzt hier neu gekriegt. Das ist auch 8 pro Runde. Das ist ja nicht schlecht. Mensch, guck dir das an. Sieht das hier bei dir aus? Oh, Gorgo. 10. Wahnsinn. Na gut, also. Ich glaube, ein Drittel geht immer so etwa weg, wenn man es denn absolut nimmt, also und auf einen Schlag und nicht pro Runde. Das heißt, wir würden etwa bei 200 liegen. So viel hat sie ja nicht mal. Dann mache ich das doch so. Hole ich hier denn noch ein bisschen Gunst ab. Oder ich nehme hier noch ein Gold pro Runde und gebe selber Gunst. Das ist natürlich die Alternative. Das funktioniert hier sogar noch, denn ah, jetzt funktioniert es nicht mehr. Okay, 184, sehr sauber. Das ist spitze. Sagt er denn eigentlich hier? Der hat hier, ach so, eins wollte ich ja auch noch gucken mit den Religionen. Wer hat denn jetzt da eigentlich alle eine gehabt? Schweden, ja, okay, das hatte ich glaube ich schon gesehen, hier Peter auch. Dann haben wir Judentum ist bei Maya und Katholizismus bei Peter, also dem brasilianischen Peter. Also, wenn ich es mir denn aussuchen kann, das geht ja meistens nicht, dann würde ich eigentlich hier von den zweien am liebsten den Brasilianer Freund und irgendwann den Allianz haben. Einfach deshalb, der hat nämlich die Religion, die sind beide so weit im Westen, dass es, glaube ich, unkritisch ist, in der Art, dass ich nicht unbedingt Freund sein muss, um da irgendwie, dass er mich angreift. Ich denke, bei allen beiden ist die Chance dazu eher gering. Und naja, irgendwann konvertiere ich ja denn ganz wild und da wäre es von Vorteil, wenn ich der, den ich konvertiere, ja, wenn ich da halt Freund bin. Wo stehen wir denn hier eigentlich? Naja, mir fehlt halt hier noch die Agenda. Ich brauche die Sichtbarkeit. Ich würde ihn schon gerne auf Freund kriegen. Naja, mal sehen. Aber wir können ja hier trotzdem mal gucken, was zahlst du so für Luxus. Das ist ja gar nicht schlecht, aber im Vergleich zu Maya ist es natürlich trotzdem schlechter. Weil die, glaube ich, nicht so viel zahlen wollte. 8, das sind ja 240. Wenn ich das auf einmal nehme, dann sind wir bei 160. Mist. Ja, ich weiß ja. Was habt ihr gerade alle mit eurem Bargeld hier gemacht? So,
Na gut, aber jetzt haben wir was. Das ist doch gut. Ich denke, damit komme ich jetzt schon sehr gut hin. 549, das ist sehr ordentlich. Da kann ich mir durchaus jetzt auch ein bisschen was leisten. Zum einen würde ich mal hier das Feld, das brauche ich dann ohnehin. Nein, bis ich hier hingelaufen bin mit dem, das wird ewig dauern. Der holt sich den. Naja, was kann man denn auch machen? Das ist jetzt noch nicht dringend. Okay, eigentlich habe ich denn das hier übrig vom Gelde her. Dann mache ich das doch mal so. Bitte einmal. Dann kann ich jetzt nämlich doch einen Händler kaufen. Ah, aber den kann ich natürlich nur da kaufen, wo ich denn auch eine Suguba schon habe. Zum Beispiel in Yen. Was kostet denn der? 215. Dann ist das Geld fast wieder weg. Oh Mann. Für den Kauf hier meine ich. Wobei, dann könnte ich auch noch mal ein bisschen Eisen und... Ja, wir machen das ruhig so. Komm rein. Da könnte ich dann auch noch ein paar Sachen wieder verkaufen. Von den strategischen Rohstoffen. Oh, du bist noch hier wieder ein zufriedener. Meinst du, dass die bei dir zufriedener werden? No Brasil, por exemplo. Naja gut, ich glaube, da fehlen so ein bisschen, aber es ist halt Mist, mir fehlt halt die Sichtbarkeit. Ich sehe es nicht genau, was er da hat. Setzen. 1,7, naja, ob ich das jetzt bar mache oder nicht, ist egal. Ja, ich nehme ihn hier. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, was er da von mir will. Das war das Problem. Jetzt komme ich über den Fluss. Das ist ja schon mal gut. So. Und dann gibt es hier noch ein Sägewerk. Kein Feind. Ein Bauernhof. Du würdest denn hier noch einen Bauernhof bauen? Was ist das eigentlich? Feudalismus? Naja, es sollte schon gehen. Muss ich mal gucken. Wenn ich mich da nicht verzählt habe, dann brauche ich noch zwei Bauernhöfe. Die habe ich, glaube ich, bald. So, das ist hier mein Händler. Den wollte ich ja dann mal Richtung Frankreich schicken. Hatte ich vorhin ja erwähnt. Auch guck mal, hier gibt es noch eine Nahrung dazu. Das ist ja auch nicht schlecht. Paris. Auf der anderen Seite von Yen. Naja, der hat ja sein Wachstum so ein bisschen eigentlich. Aber, ach naja, komm, wir machen das so. Ist recht. 18. Kannst du machen. Dann gibt es hier die Mine. Sehr schön. Gibt es das Sägewerk. Und du musst dann hier mal warten. Tja. Naja. Ich würde sagen, an der Stelle, allzu weit bin ich ja nicht gekommen, die vielen Gründungen hier und dann auch noch die Religion. Ich würde dann an dieser Stelle aber trotzdem mal eine Pause machen wollen. Alles in allem passt es ganz gut, gerade auch durch die Luxusverkäufe eben. Sollte schon okay sein. Im Notfall kann ich ja auch noch 20 Eisen mal sicherlich ganz gut verkaufen. Das sollte eigentlich hinkommen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.